Ich bin Uwe Häusermann. Ich komme aus dem Großraum Stuttgart. Wir betreiben einen landwirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb. Wir führen für sämtliche Milchviehbetriebe, Pferdebetriebe, Sonderkulturbetriebe Dienstleistungen aus. Grünfutterernte, Strohpresse, Heupresse, Aussaat von Mais, Getreide. Ja, das ist so unser tägliches Geschäft. Gut, wir fahren viel in Erntekette. Also die Grünfutterernte muss ziemlich zeitnah, zügig, ist immer wetterabhängig. Einfach, dass wir von der Ernteleistung her die Ernte zügig durchführen können, dass einfach gute Grundfutterqualitäten zur Verfügung sind für die Betriebe. Wir arbeiten tagtäglich mit der Natur. Wir sind wind- und wetterabhängig und wir müssen einfach aus den Rohstoffen, die wir haben, aus den Mitteln, die wir haben, organische Masse aus Gülle, Kompost, Festmist, dass wir einfach das Maximale rausholen ohne chemische und mineralische Düngung. Einfach halt die Naturlandschaft, dass wir einfach unsere Fläche hegen und pflegen und das Maximale aus unseren natürlichen Ressourcen zum Schöpfen. Also Gülle, Kompost, Festmisch, das ist unser Ding, dass wir das Maximale im Dienstleistungsbereich, wo wir unsere Mittel einsetzen können, verwerten können, hochwertig.